Da sind wir wieder. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier beim Format Gesundheit auf Kurs24 mit der Telemedizin Naturheilkunde als Zweitmeinung. Dieses wunderbare, zeitgemäße Thema haben sich meine zwei Gäste ausgesucht, nämlich einerseits die Christiane Weber, ganz herzlich willkommen, und auf der anderen Seite ihr Gatte, der Dr. Med. Bernhard Weber. Herzlich willkommen. In der Telemedizin als Zweitmeinung geht es einfach darum, Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine zweite Sichtweise auf die Dinge darlegen zu dürfen. Eine zweite Sichtweise, die immer naturheilkundlich Sie begleitet über die Ferne, wo Sie naturheilkundliche Produkte verschrieben bekommen könnten, um einfach Ihr Leiden, Ihr Problem schneller in den Griff zu kriegen. Heute möchten wir uns unterhalten über den Kinderwunsch, wo sehr leider sehr vielen Paaren untersagt ist oder nur unter sehr vielen erschwerten Bedingungen überhaupt möglich ist, und wie da unsere beiden Experten aus ihrer Sichtweise dieses Problem sehen, das ist der Gegenstand der heutigen Sendung. So, mein lieber Arzt, ich möchte gerne mit dir anfangen und dich da mal fragen, liegt das Problem beim unerfüllten Kinderwunsch mehr bei den Herren oder mehr bei den Damen, oder ist es ungefähr gleich? Laut der Statistik sind etwa in 40% der Fälle die Männererkrankungen in dem Bereich eine Ursache, etwa 40% bei den Frauen und 20% beide, oder man weiß es nicht. Dass man naturkundig da überhaupt Ansätze haben kann oder umweltmedizinisch, hat die Universität Heidelberg mit der Frau Professor Gerhard vor 25 Jahren schon ausführlich dargestellt. Die hatten sich damals darauf konzentriert, chemische Belastungen wie Lösungsmittel und Holzschutzmittel, aber auch Schwermetallbelastungen wie Amalgamfüllungen zu testen und dann zu therapieren, und nannten dann die Erfolgsquote die Baby-Take-Home-Rate. Also in wie vielen Fällen war dann eine Entgiftung ohne künstliche Befruchtung dann wirklich erfolgreich, und hatten zeigen können in ihren Studien, dass sowohl Umweltgifte als auch Schwermetalle, die dann ja unterschwellige Infekte machen, wirklich gute Erfolge haben. Mit Telemedizin Naturkunde als Zweitmeinung kann man diese auslösenden Schadstoffe sowohl bei der Frau als auch beim Mann messen. Und zum Beispiel einfache Sachen wie Zinkmangel sind beim Mann halt auch sehr häufig und führen dazu, dass die Spermienbeweglichkeit stark eingeschränkt ist. Das habe ich auch schon mal gehört. Nicht nur, dass sie kaum mehr bewegen, sondern dass ja irgendwie nur noch ein Bruchteil von den Spermien überhaupt da sind. Ja, genau. Also ganz einfache Sachen, weil Zink ja ein gut verträgliches Spurenelement ist, das man frei kaufen kann. Wenn man im Blut das Zink misst, muss man wissen, dass im Serum, also in der Flüssigkeit, oft Normalwerte sind, aber es in den Zellen fehlt. Und wenn man den Zinkmangel, der da sehr häufig ist und dann auch zu chronischen Infektionen führt, dass dieser Zinkmangel im Vollblut gemessen wird. Also die roten Blutkörperchen dürfen nicht separiert werden, sondern die müssen komplett gemessen werden. Es gibt also Labors, die Zink dann auch im Vollblut messen und dann viel häufiger einen Zinkmangel feststellen, als es möglich ist, wenn man jetzt das im Serum misst, wie es üblich ist. Und wir messen es aber natürlich quantenphysikalisch mit Timewave, ob solche Mangelzustände da sind und ob unterschwellige Infektionen da sind und ob Hormonmangel da ist. Das sind natürlich oft auch Hormonmangelzustände. Ja, Thema Hormone möchte ich noch darauf eingehen, aber du sagst zusammenfassend, wahrscheinlich haben wir viel mehr Stress als früher, ausgelöst auch durch die ganzen Umweltgifte, über die Ernährung, über die Hektik, alles, was da heutzutage halt einfach den Organismus nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Dann hast du gesagt, Mangelerscheinungen, beispielsweise Zink, was auch ein Auslöser sein kann für diesen unterlassenen, also noch nicht fähigen Kinderwunsch. Und dass es beide Geschlechter beide betrifft, oder? Diesbezüglich, ja. Mann und Frau. Und jetzt kommen die Thematik der Hormone. Ja? Das ist jetzt auch spannend. Das sind ja junge Leute, die haben jetzt schon Hormonschwankungen. Ja, Stress ist ja dein großes Thema, und der Extremfall ist quasi, wenn eine junge Frau anfängt, Marathon zu trainieren, und viele dieser Frauen, die diese Krankheit haben, ich muss unbedingt so viel laufen, weglaufen für irgendwas, überfördern ihren Körper so stark, dass sie dann überhaupt keine Periode mehr haben, weil sie ganz wenig Hormone nur noch herstellen. Das ist sozusagen der Extremfall. Das machen ja zum Glück nicht so viele, aber auch die anderen haben dann vielleicht schon mit 35 ihre Hitzewallungen, die ja auch ein Zeichen sind von einer frühzeitigen Menopause, dass also zu wenig Hormone da sind.
Und zum Glück gibt es die bioidentischen Hormone, die das dann ersetzen können. Und es gibt auch pflanzliche Substanzen wie Cimicifuga oder Agnus castus, die aber bei jedem verschieden wirken, die dann die Eigenproduktion wieder anregen können. Und sehr häufig müssen wir auch Frischzelltherapie geben für die Organe, zum Beispiel für die Eierstöcke, um dann zu erreichen, dass die wieder mehr produzieren. Oder wir müssen Frischzelltherapie für die Thymusdrüse geben, damit die chronischen Infekte, die im ganzen Unterleibsbereich sowohl beim Mann als auch bei der Frau stören können, dass die auch erkannt und beseitigt werden. Ich möchte noch gerne wissen, wenn ein Mann junger Alters, 20 bis 35, Hormonprobleme hat, wie merkt er das und was hat das für gesundheitliche Folgen? Also manchmal hat es halt nur das Problem, dass dann zu wenig Spermien hergestellt werden oder dass die fehlerhaft sind oder sich nicht bewegen können. Dann merkt er es nicht an der Sexualität. Die Spanne, wie oft ein sexuelles Interesse besteht, ist ja bei Männern auch sehr unterschiedlich. Ich gehe schon davon aus, dass man bei weniger Hormonen dann auch seltener an Sexualität denkt. Aber und mit Prostata, gibt es da irgendwelche Problematiken? Die Prostata kann auch chronisch entzündet sein und das wirkt natürlich auf den ganzen Bereich dann. Ist aber sicherlich nur als Infektion, der dann auch im Hoden sich abspielt, ein Problem. Man weiß ja, dass es akute Hodenentzündungen gibt, wo dann ein Virus da stört und wo die Schulmediziner dann leider kein Medikament haben. Aber es gibt halt auch die chronischen Infektionen, die dann in dem Bereich stören. Und bei Frauen sind ja oft die Eileiterentzündungen bekannt, dass es oft auftritt. Eileiterentzündung ist auch eine hormonelle Erkrankung? Nein, oder? Das ist auch eine Entzündung mit Viren und Bakterien. Ja. Wobei die Schulmedizin verzichtet, diese Viren zu testen. Virentestungen sind erstmal sehr teuer, die kosten etwa 80 Euro pro Patient und wenn man 10 Stück testet, hat man schon 800 Euro und dann hat man zwei gefunden, die hohe Titer haben und dann gibt es kein Virusmittel, also lohnt es sich gar nicht, die 800 Euro auszugeben, also wird das nicht getestet. Also auch die Universität Heidelberg, die Frau Professor Gerd, die haben sich auf die Umweltgifte konzentriert und auf die Schwermetallbegiftung, weil man die gut messen kann und dann auch behandeln kann. Dass es im Körper überhaupt Schwermetallbelastungen gibt, wird ja von der Schulmedizin meistens gar nicht gemessen. Zum Glück ist es heute so, es gibt eine Empfehlung der Bundesregierung, dass Frauen bis 40 kein Amalgam mehr eingebaut bekommen sollen, weil das Quecksilber, das da so 50% drin ist, verschiedenste Störungen macht und auch auf die Babys übertragen wird. Ach, ist das schon offiziell eine Empfehlung da? Vor 15 Jahren, aber es ist leider kein Verbot. Ja. Männer dürfen weiterhin Amalgam bekommen, die dürfen weiter vergiftet werden. Führt auch zu Zinkmangel, führt auch zu Selenmangel, diese Schwermetallbelastung. Ich hatte mal meine Spucke ins Labor geschickt als Wasserprobe und dann hieß es einfach, dass man dieses Wasser nicht in der Natur ausleeren darf, weil es gegen die Grundwasserverordnung verstößt. Aber ja. Schlucken darf es. Ja, wenn ihr Zahnarzt das rausbohrt und würde es in den normalen Müll tun, ja, das Amalgam, dann macht er sich strafbar, weil das Sondermüll ist. Auch in ihrem Mund schadet es natürlich nicht. Ich habe vorhin die Frage zu den Herren gestellt, wie sieht es denn aus, wenn die jungen Damen von 20 bis 35 hormonelle Schwankungen haben? Gibt es daraus irgendwelche gesundheitliche Probleme? Ja, wir haben ja, wenn man ehrlich ist, zuerst Besuch der Damen. Es kommt, wenn einer in die Praxis bei dieser Problematik, gerne zuerst die Frau. Ja. Die Männer sind dann die mitgeschleppt werden. Ja. Du, der Herr Doktor hat gesagt, komm doch mal. Ja. So, jetzt haben wir hier zugrunde liegend, weil die Frau sich öffnet und sagt, ich möchte mich für das Thema doch sensibilisieren. Etwas finde ich nicht mehr als Lösung in der Schulmedizin. Sodass wir hier auch schauen, wer ist der Takt- und Hormongeber. Und da müssen wir zur Hypophyse, zum Hypothalamus gehen, der wiederum liegt in der Mitte des Kopfes, zwischen den beiden Augen, innen, über den Neokortex. Und wenn wir hier Entzündungen des Taktgebers finden, dann ist natürlich klar, dass die Ausschüttung derer, nämlich die Hormone, die weiblichen Hormone regulieren und zur Empfängnis auch vorbereitet werden, auch hier in eine Nichtresonanz gehen mit Regulation. Der zweite Faktor ist natürlich, dass wir hier die Frauen haben, die, wir sagen immer, begegne nicht zuerst dem Fehler, sondern stärke das Ich. Dass wir gerne die Frauen erstmal entlasten, aus dem Druck rauszukommen. Die Frau entlasten, dass etwas nicht muss, sondern dass etwas darf. Und dass wir erstmal in diesem Leben ankommen, in dem wir freiheitlich, liebevoll in unserer Partnerschaft zusammen uns weiterentwickeln, ohne mit dem Hintergrund, der nächste Sexualität muss zu einem Kind, die nächste muss zu einem Kind. Du kannst aber wirklich jetzt nicht zum Dienst gehen und zum Kongress, weil dann ist doch meine Eisprungphase und so weiter. Der Druck noch größer. Ich muss nehmen,
damit das Leben wieder in den Mittelpunkt kommt. Ja. Damit begegne ich nicht den Fehler, sondern stärke erstmal die Person. Ja. Ein Fall, ich habe einen großen Spielewarenhersteller in Deutschland, die bekamen kein Kind, nahmen eine Adoption. Die Folge ist, nach der Adoption wird die Frau mit 39 schwanger und bekam mit 41 das zweite. Das heißt, die haben jetzt drei wunderbare, glückliche, fitte Kinder, die bei denen groß werden dürfen und die Liebe angedeihen darf. Also ich will immer das loslassen. Hä? Es geht um das Leben in die Mitte zu stellen. Ja, also einmal, welche zentralen Toxine am Hypothalamus, Hypophyse, dann Taktgeber überprüfen, aber dann das Leben in die Mitte stellen, damit der Druck rausgeht, die Spannung und wieder neue Stressoren heizen, andere Symptome an. Dann kriegen die auf einmal Blutdruck, Herzdruck. Dann kriegen die auf einmal keinen nächtlichen Durchschlaf mehr. Das ist zu viel. Du nanntest eben die Hypophyse als Taktgeber. Wenn wir unsere telemedizinischen Naturkundeuntersuchungen machen als Zweitmeinung, ist es überraschend, wie oft beim Time-Wefer die Hypophyse oder andere hormonsteuernde Organe wie der Hypothalamus ganz oben stehen. Schulmedizinisch gibt es kaum die Möglichkeit zu überprüfen, ob die Hypophyse krank ist. Man kann ein CT machen oder eine Kernspintomographie und sieht dann, wenn die Hypophyse vergrößert ist, dann weiß man aber auch nicht, warum sie krank ist und warum sie vergrößert ist. Und wenn wir dann nachmessen, wir können ja auch organbezogen die Hypophyse messen, dann sind es auch wieder Viren, die in der Lage sind, dahin zu kommen. Die kommen natürlich nur, wenn der passende psychische Stress da ist. Und auch die Schwermetalle können in der Hypophyse erhöht angesammelt werden. Und dann ist diese Steuerungsorgan leider blockiert. Und dann stellen die Eierstöcke zu wenig Hormon her. Auch beim Mann natürlich die Hoden. Also wenn jetzt ja jemand da draußen diese Zweitmeinung unbedingt haben will und sich bei euch meldet, diesen Bogen ausfüllt, ihr aufgrund dieses Bogens eine Analyse macht und mit dem Patienten dann in Kontakt tretet und ihm Empfehlungen abgibt, was muss der Kunde oder der Mensch da draußen erwarten, was er dann alles für Empfehlungen sieht? Es gibt also alleine zur Schwermetallentgiftung, die ja oft eine Rolle spielt, wie auch die Gynäkologie-Sprechstunde da von Frau Segger damit nachgewiesen hat, gibt es über 40 Substanzen, die wir zur Schwermetallentgiftung einsetzen können. Zum Beispiel Glutathion, Selen, Zink wirkt auch verdrängend für diese Schwermetallbelastung. Das testet ihr aus, macht eine Liste und sagt, das ist und für den Mann oder das, müsst ihr gleich beide behandeln? Wir müssten am besten beide behandeln. Ne? Ah. Wenn natürlich nur die Frau kommt oder sich nur meldet per Telemedizin und hat starke Belastung, werden wir das erst behandeln und schauen, ob es hilft. Aber wenn das Verhältnis 40% zu 40% ist, wissen wir, dass das nicht so nur in 40% erfolgversprechend ist. Und dann müssen wir natürlich sehen, ist die Hypophyse oder die Eierstöcke oder der Hoden, sind die durch Viren belastet, die da leider nicht nur akut, wie es dann beim Mann manchmal auftritt, eine dicke Rötung und Entzündung machen, sondern die auch unterschwellig ohne Symptome am entsprechenden Organ zu einer Entzündung führen, dann können wir das auch behandeln. Und dann versuchen wir natürlich ein homöopathisches Einzelmittel dazuzugeben, das in der Lage ist, die geschilderten psychischen Probleme zu harmonisieren, weil man natürlich in der klassischen Homöopathie schon die Erfahrung gemacht hat, obwohl das ja Hochpotenzen sind, die nur als Information wirken und wirklich nicht stofflich wirken können, dass man dann doch einen Anschluss geben kann, dass auch psychische Probleme sich verbessern oder geheilt werden. Also das wird in solchen Fällen immer notwendig sein. Und bei der Time-Wefer-Testung ist es auch überraschend so, dass oft die sehr hohen Potenzen am besten ansprechen, an die höhere Trefferquote. Also selbst wenn wir jetzt da einen Coxsackie-Virus haben, der die Hypophyse stört oder vielleicht können auch mal Borrelien sein, dann ist es so, dass wir, wenn wir es homöopathisch behandeln mit Globuli, dann geben wir die D8. Aber im Test ist oft am besten mal wegen die D2000, also eine extreme Verdünnung, wo nur noch die Information hilft, was ja bei der Fernbehandlung sowieso nur die Information ist, das können wir ja keine Materie hinschicken, dass oft die hohen Potenzen sehr erfolgversprechend sind und die wirken dann halt auch psychisch. Interessant. So, und wenn das beide dann machen, also ihr macht jetzt diese Fernbehandlung, allen drum und dran, ich denke mal mit der Entgiftung und so, 2-3 Monate muss man sich wahrscheinlich als Partner schon Zeit lassen. Und dann habt ihr schon die Erfahrung gemacht, dass es dann wirklich auch mit diesem Kinderwunsch, vorausgesetzt, die psychologische Druck lässt man auch ein bisschen los, dass es dann funktioniert. Wie sind da so eure Erfahrungen? Man muss mehr Geduld haben. Also 2-3 Monate ist zu wenig, weil das wäre ja immer noch unter Druck.
Also ein, zwei Jahre ist besser. Man kann ja zum Beispiel die Telemedizin alle 2 Monate wiederholen und schauen, sind noch irgendwelche neuen Schadstoffe dazugekommen oder ist eine neue Idee, wie wir das ganze Hormonsystem entgiften können. Und die Erfolgsquote ist jetzt nicht 90% oder so, die liegt also vielleicht bei 50-70%, haben wir aber bisher keine Auswertung gemacht. Auch die sehr intensive Betreuung und Nachkontrolle da in der Gynäkologie der Universität Heidelberg damals haben auch ähnliche Erfolgsraten gezeigt. Und die haben dann teilweise auch noch begleitend die Nadelagentur eingesetzt. Also man muss bei vielen chronischen Erkrankungen mehrere Verfahren kombinieren. Was wir mit der Telemedizin machen, ist ja auch schon eine Kombination aus 12 verschiedenen Verfahren. Also wir setzen meinetwegen Enzyme ein, die sind ja pflanzliche Substanzen oder Weihrauch auch eine Pflanze. Wir setzen die Homöopathie ein. Wir nutzen das Akupunktursystem, um überhaupt herauszufinden, was stört jetzt an der Hypophyse. Wir setzen die Nosoden ein, die der normale Homöopath auch nicht in der Potenz kennt. Also es ist eine Kombination aus 12 verschiedenen Sachen, unter anderem auch der Bereich der Umweltmedizin, die ja sehr wichtig ist. Ich möchte nochmals eine Frage aufwerfen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Zukunft der Menschheit liegt im Reagenzglas, wo man das Kind noch künstlich erzeugt. Weil wenn wir jetzt mal einfach nochmals auf die Hormone zurückgehen. Wir haben jetzt 50 Jahre Antibabypille und keine Kläranlage in der Welt behauptet jemals, eine Antibabypille aus dem Wasser rausgenommen zu haben. Wir haben einen gestörten Wasserkreislauf. Die Männer kriegen Antibabypille, wir kriegen Antibiotikum übers Wasser. Das muss doch einfach alles sehr störend auf unseren Hormonhaushalt agieren, oder? Sehe ich das falsch? Also ein Faktor bei dem unerfüllten Kinderwunsch ist sicherlich die Störung des Hormonhaushalts. Oft ist es so, dass die Abbauprodukte der Hormone toxisch sind, aber nicht mehr die Hormonwirkung haben. Sonst würden ja Frauen bis 60 überhaupt keine Menopause bekommen, sondern immer weiter ihre Monatsblutung haben, weil sie durch die Nahrung und durch das Wasser von außen die Hormone zu sich nehmen. Aber können wir das nochmals angehen? Sagen wir jetzt mal wirklich, wir Männer, wir trinken jetzt eine Antibabypille. Ja. Also, aus naturkundlicher Sicht führt das dazu, was auch bei vielen Männern heute nachweisbar ist, dass die zu viel Östrogene haben und zu wenig Testosteron. Und die naturkundlichen Ärzte, die sich damit beschäftigen, sagen, Prostatakrebs und Prostatavergrößerung ist ein zu viel an Östrogen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Patient mehr Testosteron selbst herstellen kann. Das heißt also, wenn wir diese Antibabypille sehr oft trinken, kann es zu Prostataproblemen kommen. Ob das immer die Ursache ist, gibt es keine Studien darüber, aber die Prostataprobleme sind ein zu viel an Östrogen und zu wenig an Testosteron, wo man zum Glück mit bioidentischen Hormonen wieder Ausgleich schaffen kann. Und wir haben sehr viele Patienten, auch ein paar Männer drunter, die in den Wechseljahren sind, also beim Mann könnte man das der Mann im Wechsel seiner Jahre nennen, wie das Dr. Rimkus genannt hat in seinem Buch. Auch Männer kriegen also einen schleichenden Abfall der Hormone, der dann so ähnlich wie die Wechseljahre erhebliche Wirkungen hat. Bei beiden Geschlechtern entsteht ja dann auch die Osteoporose. Das heißt, die Knochen werden dünner, die Wirbelsäule bricht so langsam zusammen und wir kriegen dann einen Rundrücken. Das ist sozusagen das stärkste Zeichen eines Hormonmangels, bei Frauen meistens. Ach, okay, das sei ein Proteinmangel oder eine chronische Fehlernährung, dass es zu diesen... Es fehlt dann auch Vitamin D und es fehlt meistens kein Calcium. Aber man kann dem vorbeugen der Osteoporose, indem man halt Vitamin K2 gibt und indem man Vitamin D-Mangel ausgleicht, der bei fast allen chronischen Patienten da ist. Weil Vitamin D ist für den Knochen wichtig, das weiß die Schulmedizin schon lange. Aber auch Vitamin D-Mangel führt auch zu einer Schwächung des Immunsystems, dass also Infekte leichter chronisch werden. Und das ist ja bei vielen Sachen wie Arterienverkalkung oder Nervenerkrankungen die Ursache, dass man halt an den Nerven etwas hat und dadurch dann wirklich chronisch krank wird und eine Silent Inflammation hat. Also das begreife ich heute noch nicht. Ich habe kürzlich einen Vortrag von Professor Spitz gehört, der D3-Papst, der sagt ja immer, D3 aktiviert das Immunsystem und wir haben alle einen D3-Mangel ohne Ende. Und auf der anderen Seite geben wir es den kleinen Babys, wenn sie auf die Welt kommen, ja extra noch D3, oder? Und nachher ist es plötzlich vom Tisch. Also zumindest in der Schweiz gibt man D3 am Anfang, am Kleinkind, oder? Ja, da wird das auch routinemäßig dann halt eingesetzt, weil man die Messung gezeigt hat. Bei den Laborwerten wird ja auf Teufel komm raus gespart.
Man könnte ja viel mehr messen im Blut, aber Vitamin D3 wird wenig gemessen, obwohl es auch bei den Hausärzten jetzt inzwischen zunimmt. Bei dem Vitamin D-Mangel gibt es allerdings dummerweise noch eine andere Problematik. Es gibt die Vitamin D-Rezeptorblockade, da könnte man eine ganze Stunde extra drüber sprechen. Dass man also auch hohe Werte hat und trotzdem noch die Nebenwirkung eines Vitamin D-Mangels, weil der Rezeptor nicht anspricht. Aber darf das ist noch, schwer zu behandeln. Noch fragen, wie es bei den Damen ist, wenn man eben übermäßiger Fleischkonsum zum Beispiel, wo man auch sehr viel Hormone drin hat heute, also bei Massentierhaltung hat man sehr viel Antibiotikum. Kann das den Hormonpegel der Frau auch negativ beeinflussen? Ist mir nicht bekannt. Generell müssen wir davon ausgehen, dass ja alle Nahrungsstoffe von der Leber und im Darm schon total zerlegt werden und die Leber die Aufgabe hat, auch die Hormone abzubauen. Ich glaube, es sind eher die Schadstoffe wie Schwermetalle und Virusinfekte und Stress, den Kinderwunsch untersagen. Die dann halt unerfüllten Kinderwunsch produzieren. Ich habe zwei schöne Fälle, wo wir das ohne Fleisch hinbekommen. Die Frauen hatten vorher viel konsumiert, hatten ihr Leben verändert und kamen aber mit dem Symptom Endometriose. Und diese zwei Damen sind beide schwanger geworden. Okay. Ja, und waren beide jenseits der 30. Ja. Die Endometriose ist also eine Krankheit, wo die Schulmedizin sagt, wir wissen nicht, wo es herkommt. Und die Naturärzte sagen, das ist ein extremer Progesteronmangel. Man kriegt sie total beschwerdefrei. Die haben ja sehr viele Schmerzen, müssen oft wieder neu operiert werden, weil die eine Endometriose haben. Und wenn man den Mangel dann ausgleicht, hört die Endometriose auf. Und man hat dann halt als positiven Nebeneffekt dann auch die Schwangerschaft. Großartig. Ja, die waren beide sehr glücklich. Die eine war allein, aber das hat in dem Sinne zu ihrer Lebensbiografie dazugehört. Ihre Ich-Kompetenz wurde gestärkt. Sie hatte ein Ich und ein Du und es war in Ordnung. Und sie hat später ihren Mann kennengelernt, mit dem sie jetzt verheiratet ist. Also es hat wieder mal zu allem Guten geführt. Jawohl, ja. Okay. Ist das heutzutage es problematischer geworden, den Kinderwunsch zu erfüllen als gegenüber 10, 20 Jahren? Habt ihr hier eine Tendenz gesehen? Da haben wir nicht so große Fallzahlen dazu. Aber ich denke, von der Schwermetallbelastungen aus der Umwelt her. Die Schwermetallbelastung durch Amalgam hat ja wirklich abgenommen. Also seit etwa 20 Jahren oder 15 Jahren besteht diese Empfehlung. Frauen und Kinder sollen kein Amalgam bekommen. Das hat auch dazu geführt, dass heute wesentlich weniger Frauen trockenes Auge haben. Das war früher bei 2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Trockenes Auge? Das trockene Auge ist eine Schwermetallbelastung. Ah, und wenn man dann bei 90% der Frauen das nicht mehr einbaut und vorher hatten es 90%, dann hat das wirklich einen Effekt. Also und dann, das ist eine Feldstudie. ja, genau. Aber unkontrolliert leider. Deshalb glaube ich schon, dass die Schwermetallbelastungen insgesamt nachlassen. Auch manche Gifte. Früher gab es zum Beispiel in Fruchtsäften, die sehr schön nach Orangensaft aussahen, hochdosierte Pilzgifte wie Aflatoxin. Wird heute kontrolliert. Die Hersteller trauen sich nicht mehr, das zu akzeptieren, dass da faule Orangen mitverarbeitet werden, was früher möglich war, weil dann die ganze Charge weggeschmissen werden muss. Und also es gibt schon im Umweltbereich auch ein paar messbare Erfolge. Also es tut sich aber was. Aber heute haben zum Beispiel, wenn man es auch labormäßig nachmisst, viele Patienten noch eine Bleibelastung. Und durch die Deo-Roller, die es früher gab und heute weniger gibt, gab es ja auch Aluminiumbelastungen. Ja, und Wasserrohre hatten wir auch noch teilweise aus Blei. Ja. Das ist schon sehr lange her. Nee, das Blei ist vor allem durch das verbleite Benzin entstanden. Das ist ja auch seit ein paar Jahren verboten. Stimmt, ja. Aber unsere Böden sind noch voll von diesem Blei. Gerade in Marburg wurde so eine Messung gemacht. 220 Gärtenproben, auch oben am Berg, wo gar kein Auto hinfährt, riesige Bleiwerte, die natürlich lange im Boden erhalten bleiben, bis die mal ins Grundwasser kommen. Ja, aber das ist alles nicht so interessant wie jetzt gerade Feinstaub. Aber ich bedanke mich ganz herzlich bei euch zwei. Wieder sehr interessant und das macht mir auch Spaß, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist Telemedizin live als Zweitmeinung, naturheilkundlich. Ich möchte Sie dazu einfach anregen, wenn Sie ein Problem haben, wo Sie nicht alleine lösen wollen oder der bestellte alte Weg vielleicht noch nicht ganz zum Weg geführt hat, gehen Sie vielleicht einfach mal einen naturheilkundlichen Weg.
Laden Sie über die Homepage, die wir einbauen, einen Fragebogen runter, füllen Sie es aus, schicken Sie es diesen zwei Experten. Diese vier Augen schauen das alles an, machen eine Fernbehandlung, machen ein Blatt für Sie, wird Ihnen zugestellt mit ganz klaren Empfehlungen, auf Sie persönlich zugeschnitten, um eben diese vielleicht eine Entgiftung zu machen oder eben Mineralienzufuhr wie Zink, was wir jetzt gehört haben, wird alles dokumentiert und aufgeschrieben. Und wenn Sie das machen und umsetzen, und vielleicht in einem telefonischen Gespräch mit den Experten vielleicht noch den einen oder anderen Rat dazu einholen, dann wird es ganz bestimmt auch bei Ihnen zu Hause zu einem Kind kommen. Und das wünsche ich Ihnen ganz herzlich. Danke, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie unsere Telemedizin hier anschauen. Naturheilkunde als Zweitmeinung. Alles Gute und auf Wiedersehen.